Hallo meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind. Nachdem wir das letzte Mal uns über die Ausgaben, Aufwendungen und Kosten unterhalten haben und diese drei Begrifflichkeiten gegeneinander abgegrenzt haben, möchte ich heute mit Ihnen in diesem Screencast die Begrifflichkeiten Einnahmen, Erträge und Leistungen inhaltlich gegeneinander abgrenzen. Es gilt dasselbe wie im letzten Screencast, immer dort, wo die Balken übereinander stehen, herrscht Deckungsgleichheit, dort wo sie voneinander abweichen, gibt es eben Unterschiede. Steigen wir ein und grenzen wir zunächst den Begriff Einnahmen und Erträge voneinander ab. Wieder gibt es Einnahmen, die keine Erträge sind und auch nicht werden. Dann spricht man von Nichterträgen. Die Rückzahlung eines gegebenen Darlehens beispielsweise wäre so ein Nichtertrag. Gemeint ist hier, und da achten Sie bitte drauf, natürlich nur die Rückzahlung des reinen Darlehensbetrages. Es geht nicht um die Zinsen. Eine Einnahme, die später zu Ertrag wird, wird noch nicht Ertrag genannt und ist zum Beispiel eine erhaltene Kundenanzahlung. Erst später, wenn die entsprechende Dienstleistung oder das entsprechende Produkt erstellt wurde, kommt es zum Ertrag. Eine Einnahme, die kein Ertrag mehr ist, also ein Nicht-Mehr-Ertrag, liegt dann vor, wenn zum Beispiel eine Warenforderung bezahlt wird, die früher entstanden ist. Deckungsgleich sind Einnahmen und Erträge dann, wenn beispielsweise Waren oder Dienstleistungen periodengleich erstellt und verkauft werden. Erträge, die keine Einnahmen sind, sind beispielsweise noch nicht Einnahmen. Also Erträge, die später noch zu Einnahmen werden. Wie zum Beispiel Lagerfertigung, Produkte, die auf Lager gefertigt worden sind. Erst dann, wenn sie verkauft werden, führen sie zu Einnahmen. Das hier erwähnte Beispiel der Nicht-Mehr-Einnahmen kann als Gegenposition zum noch nicht Ertrag, den wir eben besprochen hatten, gesehen werden. Denn jetzt wird gegen die Vorauszahlung aus Vorperioden das im Voraus bezahlte Gut oder die bezahlte Dienstleistung geliefert bzw. erbracht. Also die Einnahmen und die Erträge fallen in unterschiedliche Perioden. Einmal habe ich nur Einnahmen und keine Erträge, wenn die Anzahlung geleistet wird. Dann habe ich nur Erträge, aber keine Einnahmen, wenn die Ware geliefert wird. Nicht-Einnahmen, also Erträge, die niemals zu Einnahmen werden, sind zum Beispiel innerbetriebliche Leistungen wie aktivierte Eigenleistungen, weil da bekomme ich ja von irgendjemandem Drittem niemals etwas dafür. Einnahmen und Leistungen differenziert man wie folgt. Einnahmen, die keine Leistungen sind, gibt es zum Beispiel die Nichtleistungen. Nehmen wir Mieteinnahmen aus einem Wohngebäude oder Einnahmen aus einer Wertpapierspekulation. Beides hat ja mit dem eigentlichen Betriebswechsel nichts zu tun und deswegen sind es auch keine Leistungen im kostenrechnerischen Sinne. Einnahmen, die es später zu Leistungen schaffen, die später zu Leistungen werden, also noch nicht Leistungen, liegen zum Beispiel dann vor, wenn das Unternehmen Vorauszahlungen erhält, so wie wir es eben schon kurz besprochen hatten. Deckungsgleich sind Einnahmen und Leistungen wieder dann, wenn periodengleich Waren oder Dienstleistungen erstellt und verkauft werden. Es liegen schon Leistungen vor, die noch zu keinen Einnahmen geführt haben, wenn beispielsweise fertige Fabrikate geliefert werden, aber die Rechnung noch nicht erstellt wurde. Dann spricht man von noch nicht Einnahmen. Von Nicht-Einnahmen spricht man zum Beispiel dann, wenn Fertigfabrikate als kostenlose Muster, Werbegeschenk oder ähnliches verschenkt werden, denn dann habe ich eine Leistung erbracht, die wird aber niemals direkt zu Einnahmen führen. Natürlich erhofft man sich von Werbegeschenken und Ähnlichem irgendwann mal Einnahmen, aber es gibt eben keine direkte Zuordnung zwischen der erbrachten Leistung, dem Verschenken von irgendwelchen Probeartikeln und dem später hoffentlich reichlich eintretenden Einnahmen. Deswegen, wie gesagt, Nicht-Einnahmen.
Ganz zentrale begriffliche Abgrenzungen stellen auch auf dieser Seite der Betrachtung wieder die Abgrenzung der Erträge gegen die Leistungen dar, denn wieder geht es um die Finanzbuchhaltung bei den Erträgen und die Leistungen eben aus dem Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Wiederum werden diese beiden Begrifflichkeiten weiter unterteilt, nämlich die Erträge einerseits in die neutralen Erträge und die Zweckerträge und die Leistungen in die Grundleistungen und die Zusatzleistungen. Die neutralen Erträge hatten wir ja in Screencasts vorher schon besprochen, betriebsfremde, außerordentliche und periodenfremde. Deswegen gehe ich hier nicht näher drauf ein. Zweckerträge und Grundleistungen, also Deckungsgleichheit, liegen dann vor, wenn es hier um betriebsbedingte Tätigkeit geht. In beiden Fällen ist das ja der Fall, also Erträge aus dem Verkauf von Fertigfabrikaten oder Dienstleistungen zum Beispiel. Zusatzleistungen sind unentgeltlich abgegebene Fertigfabrikate, so wie wir es eben schon besprochen hatten, oder Dienstleistungen, aber zum Beispiel auch selbst erstellte Patente sind Zusatzleistungen. Die Begrifflichkeiten neutrale Erträge und Zweckerträge sind in der Erfolgsrechnung relevant, also das, was darunter zusammengefasst wird, fließt in die Erfolgsrechnung, also die Finanzbuchhaltung ein. Hingegen die Begrifflichkeiten Grundleistungen und Zusatzleistungen sind kostenrechnungsrelevant. Das, was darunter zu verstehen ist, unter Grundleistungen bzw. Zusatzleistungen, das fließt in die Kostenrechnung. Meine Damen und Herren, der trockenste Teil der Kosten- und Leistungsrechnung ist damit erledigt. Freuen Sie sich drauf, lehnen Sie sich entspannt zurück. In unserem nächsten MOOC werden wir uns dann mit der Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung beschäftigen. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.